Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Im letzten Part haben wir den Düsterwald abgeschlossen und machen dieses Mal in der dürren Heide weiter. Mit Isengard, glaube ich. Oder auch nicht, könnte auch Mordor sein, bin mir gerade nicht sicher. Prinzipiell auch egal, es wird ein Massaker geben. Auf die Zwerge auch nach tausenden von Jahren ungebrochen ist. Nun schmeicheln ihnen Saurons Feldherren, um ihren Hass vor dem heraufziehenden Krieg aufs Neue zu entfachen. Also, da haben wir ja auch schon direkt den Auftrag. Wir müssen eine Festung bauen, sehe ich gerade. Okay. Und natürlich müssen wir auch, hier die Festung errichten. Einmal hierhin. So. Dann hätte ich gern meine Helden. Darüber. So, gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Bogenschützen, ein Katapult. Das ist ja nicht so der Wahnsinn. So, erstmal geschwind unsere Festung verteidigen hier, das geht ja mal gar nicht. Ich sehe gerade, die sind alle Level 6, das ist eigentlich ganz gut. Das Kreischen, ja gut, kann nützlich sein, ganz klar. Aber jetzt allerdings erstmal ein bisschen bauen hier. So, da haben wir einen Minenschacht, den werden wir natürlich direkt zerstören. Denn wir kennen ja die Zwerge schon, dass sie mit diesen Minenschächten ziemlich Probleme bereiten können, weil ihre Einheiten da quasi wie bei den Orks zwischen den Tunneln hin und her reisen. Was für Waage habe ich jetzt? Hört mal auf, mit dauernd reinzureden. Was soll denn das hier? Wo war ich jetzt? Ja, wir wollen die Minenschächte zerstören und währenddessen natürlich auch ein wenig hier uns ein wenig aufbauen. Ich kann schon mal gleich sagen, diese Orks habe ich schon mal keine Verwendung für. Die können direkt weg. Und dann wollte ich hier mal ein bisschen scouten gehen. Während ich meinem Baumeister ein neues Projekt gebe. Ich hätte gerne... Ja, es wird wohl einen Grund haben, warum wir Belagerungswerke bauen können. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ah, okay, Waage. Da werden meine Helden gut mit fertig. Das ist in Ordnung. So, mein Katapult. Ja, was mache ich jetzt mit dem Ding? Auf jeden Fall erstmal ausbauen, was ich habe. So, das jetzt hier auch noch kurz zerstören. Alles kein Problem. Gibt es auch nochmal schöne Rohstoffe dazu. Wunderbar. So, das scheint jetzt hier relativ... Lager? Wo? Wie? Wer? Wann? Was? Ah! Das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, wir müssen unbedingt die Drachen befreien. Und dafür, gebe ich zu, kann man wirklich Belagerungswerke ganz gut gebrauchen. Da sind zwei Bataillone Phalanx, sogar Stufe 5. Ich glaube, an die werde ich mich jetzt einfach mal nicht ranwagen. Vor allem nicht mit meinen Reitern. Das könnte böse, böse enden. Dann hätte ich gerne als nächstes hier die Bannerträger und hier ein wenig ausbauen. Und ich habe festgestellt, dass ich keine... einzigen Rohstoff hier an die Rohstoffproduktion verschwendet habe. Was heißt verschwendet? Das ist ja eigentlich klug angelegt, aber in meinem Fall war das schlicht und ergreifend nicht klug. Deshalb sollte ich das jetzt direkt machen. So, hier, Schlachthäuser brauchen wir, denn es gibt nicht arg viele Bäume hier. Und die, die es gibt, die werde ich mit der Verwüstungszauber fällen und zu Rohstoffen machen.
Oh, das ist schon mal interessant. Die haben schon die Bannerträger. Würde ich mal gerne wissen, woher. Die Kampftrolle auch wunderbar hier. So, den Trollkäfig ausbauen und auch die Belagerungswerke werden ausgebaut. Die Wag... Den Warghort wird zerstört, der Warghort. Gott, ich kann heute wieder überhaupt nicht reden. Klasse. Nur so, wie geht es weiter? Schauen wir mal hier entlang. Oh, da sind Schätze. Wenn die keiner haben will, ich werde sie nehmen. Huch. Wo kommen die jetzt her? Leute, so geht's aber nicht, aber... Ja, nicht, dass es mich jetzt wirklich interessieren würde, denn ich habe ja Belagerungswerke, was so viel heißt wie... Ich kann mir ja schön neue bauen, das ist ja kein Problem. Nur wo kamen die jetzt gerade her? Warum? Was soll das? Drache, warum willst du meine Einheiten vernichten? Ja, da sagt's eigentlich Saurons Mund schon, wie es ist. Verrätern wird keine Gnade gezeigt. Garantiert nicht. So, jetzt aber wieder dahin zurück, wo ich euch eigentlich haben wollte. Und... Mein Baumeister darf jetzt hier gleich weitermachen. So, schwupps. Dann werde ich hier jetzt mal, für den Fall, dass da noch mehr kommen, eine Barrikade hinstellen. Damit ich das zumindest sehe, was da los ist. Für den Fall der Fälle. So, nachdem ich das jetzt habe, sollte ich mich nochmal auf die Rohstoffe konzentrieren. Und die, ja, kann man auch nochmal ausbauen, wenn man gerade eh schon dabei ist. Bautempo ist immer schön. So, weiter geht's. Und zwar hier drüben. Mehr Rohstoffe für mich. Dann nehmen wir auch noch hier natürlich ganz klar das Leuchtfeuer ein. Das kann man auch gut brauchen. Gucken wir mal, was mein Wächter im Wasser hier ausrichten kann. Das gefällt mir. Haha, das war sehr effektiv, möchte ich mal behaupten. Dann baue ich mir doch gleich ein Katapult. Das brauche ich jetzt nämlich für das, was ich noch machen möchte. Oh, das ist wunderbar. So, jetzt dürfen meine Drachen hier gleich mal Tabula Rasa machen. Hier gibt es noch ein paar Zwerge, die meinen, sie müssten Widerstand leisten. Und das werden wir natürlich nicht tolerieren. Das geht ja mal überhaupt nicht. So. Dann geht's hier direkt weiter im Text. Ich brauche noch mehr. Meine Festung hat ja auch ein wenig was abbekommen. Aber das ist egal, jetzt gibt es erstmal ein paar Barrikaden, um die Anfälligkeit meiner Festung ein wenig zu reduzieren. Und das machst du lieber nicht, denn da habe ich ein bisschen was gegen. Ja, das ist gut. Wunderbar. So, nur weil ich es jetzt noch nicht gemacht habe, noch schnell eine Taverne gebaut. Und dann... Gucken wir mal weiter. Sobald ich eine neue Barrikade habe, werde ich auch hier eine hinsetzen. Zu Verteidigungszwecken logischerweise. Huch. Ja, sowas. Das ist aber nicht gut. Okay. Interessant. So, dann möchte ich mit den Drachen jetzt mal in diese Richtung gehen. Nee, Moment, das sind Berge, das wird so nicht funktionieren. Dann gehen wir eben da lang. Und da kommen auch schon die ersten Zwerge. Okay.
Okay, das ist vermutlich jetzt noch ein bisschen zu viel fürs Erste. Das ist schon mal interessant, dass ich hier Stachelpfeile erforschen kann für die Haradrim, aber den Palast kann ich leider noch nicht bauen. Also irgendwas lief da schief, würde ich mal sagen. Ja, was denn? Komm schon, Drache. Ich habe jetzt keine Lust, dass du da drauf gehst. Hör doch auf! Was soll die Scheiße? Mensch! Da geht er halt beinahe drauf und es ist ihm scheißegal. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen spionieren. Ah ja. Ah ja, sehr schön. Nicht den Nazgul verflucht nochmal. Ah, das klappt ja heute wieder 1A, muss ich echt sagen. Ja, schieb den Karren. Schieb ihn. So. Jetzt zurück zu meinen Helden. Gleich mal das Katapult da ausschalten. Ich habe keine Lust, dass mein Drache drauf geht. Die möchte ich für später noch ein bisschen aufheben. So, mit meinen anderen Rohstoffen werde ich jetzt hier mal so lange die Barrikaden errichten. Hier ist soweit auch alles in Ordnung. Baumeister brauche ich jetzt so keine mehr. Und dann möchte ich, wo ist denn mein Katapult? Da ist es. Wunderbar. So, meine Helden geben jetzt hier erstmal ein bisschen Deckung und ich will noch ein paar Katapulte mehr haben. So. Jetzt meinen Baumeister ein bisschen wieder in Sicherheit bringen hier. So, muss sonst noch irgendwas? Da ist alles ausgebaut, da auch. Da noch nicht, aber da bin ich dran. Und dann gibt es natürlich auch Feuerpfeile, ganz klar. Für meine Bogenschützen. So, jetzt habe ich auch schon keine Rohstoffe mehr. Das ist ein bisschen doof. Aber das wird schon. Inferno, sehr interessant. So, jetzt möchte ich ein wenig in die Richtung. Ich werde jetzt meine Nazguls einfach mal ein wenig benutzen. Als Helden habe ich ja den Vorteil, dass man sie recht gut wiederbeleben kann. Jetzt habe ich auch 10 Punkte. Jetzt gucke ich gerade mal nach, ob ich da irgendwas haben möchte. Ja, nee, lieber nicht. Also, ich spare da lieber nochmal. Ich würde auch gerne die Punkte wieder zurücksetzen, aber... Da kommt das nächste Katapult, das ist gut. Sehr schön. Ja, das Katapult kommt wirklich wie gerufen. So, das hat's auseinandergelegt. So, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen Umrennen ist jetzt hier am Start. Ach, der Nazgul ist mir relativ egal, den belebe ich halt wieder. Das sind viele Fünfeinheiten, muss ich schon sagen. So, jetzt auch ganz schnell das hier zerstören. Und dann geht es auch schon direkt ans Invasieren. Hehe. So, schnell den Nazgul wiederbeleben. Wunderbar. Oh, mein einer Nazgul überlebt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber was soll's.
Da habe ich den Posten gefunden. Ja, huch. Ah. Dann würde ich jetzt mal sagen, das wird Aufgabe der Trolle sein, die zu beschützen, beziehungsweise sind ja schon gerade welche gefallen. Sehr schade. Aber gut. Huch. Ja, meine kaputte Katapulte haben natürlich nichts Besseres zu tun, als dahin zu feuern. Ganz klar. Ich hätte auch gerne... Das Schlachthaus ist mir Wayne. Feuerpfeile. Ja, genau deswegen ist es einfach besser, wenn man Verteidigung hat. Oder man macht so wie ich und baut einfach gar keine. Ja, wunderbar. So, Feuerpfeile. Feuerpfeile ausrüsten. Hier, sehr schön. So, jetzt zu den Katapulten. Hört mal auf, da diesen Blödsinn zu machen. Was soll das? So, den Turm vernichten, aber schnell. Was ist mit meinem anderen Nazgul? Der ist noch nicht ganz da. Und 15, das gefällt mir, denn jetzt kann ich den Pfeilhagel kaufen. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsfähigkeiten. Ich mag diese richtig gerne, das ist wunderbar. Hehe. Ich zeige euch jetzt auch gleich warum, sobald sich die Möglichkeit bietet. Ach ja, da haben wir eine Phalanx, das ist doch wunderbar. Dann zeigen wir es doch gleich mal hier. Und jetzt geht's los. Okay, sie haben es überlebt, weil sie Level 5 waren. Schade. Ach, normalerweise sterben die alle dann instant, vor allem wenn sie nicht Level 5 sind. Und das ist dann immer so richtig schön mit anzusehen. Aber das ging jetzt irgendwie gehörig in die Hose. Gut, aber naja. Überall Mauern und Türme, das gibt's doch wohl nicht. Vor allem da war ich ja schon. Ich muss den Fürsten noch finden. Und die Minenschächte habe ich wahrscheinlich auch noch nicht alle zerstört. Ich kann da nicht mal spionieren, das gibt's doch nicht. Das ist doch eine Scheiße. Hm? Na gut. Baumeister wieder zurück. Die Katapulte in diese Richtung. So. Ach, kommt schon, Katapulte. Sagt mir jetzt nicht, dass ihr nicht in der Lage seid, das nicht zu treffen. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt kommt, trefft das Scheißding. Ey, kann doch nicht so schwierig sein. Oh, jetzt machen sie aber ordentlich Schaden, muss man schon sagen. Gut, das ist gut. So, hier hätte ich nochmal gerne eine Barrikade. Hier kann ich jetzt ein bisschen spionieren. Wunderbar. So, meine Fledermäuse sind auch wieder bereit. Ich würde die allerdings gerne hier schnell einsetzen. Damit ich meinen Wächter beschwören kann. Bam! Ich kann es nämlich überhaupt nicht brauchen, wenn da Fünfer-Einheiten meinen, dass sie irgendwas zu melden haben. Vor allem dann, wenn es Gegner-Einheiten sind. Meine Fünfer-Einheiten haben natürlich ganz viel zu melden. Ganz, ganz klar. So, Katapulte, wie sieht's aus? Habt ihr das Tor zerstört oder muss es der Wächter wieder übernehmen? Ich merk schon.
Gut, wo sind die Drachen? Dann kommen die anderen Drachen da jetzt nämlich auch hin. Ihr werdet euch jetzt einfach mal... Ups, das war ein wenig zu früh. Hoppla. Habe ich vergessen, den anderen Nazgul wiederzubeleben, oder was ist damit? Oh, ich habe vergessen, ihn wiederzubeleben. Oh. Gut, das war mein Fehler. Das war komplett mein Fehler. So. Also, wie sieht's denn aus? Das ist ja hier mal ganz in Ordnung. Die Katapulte kümmern sich noch um das da. Haben wir hier noch irgendwie einen Schatz oder irgendwie irgendwas? Nein, einfach nur einen Weg. Keine Ahnung. Da ist ein Minenschacht. Der muss natürlich weg, ganz klar. Ab dafür. Der ist auch zerstört. Gut. Wo geht es denn als nächstes hin? Wahrscheinlich dahin. So, sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, was da oben ist. Eigentlich könnte ich auch mal an Einheitenproduktion denken. Ich einfach mal ein paar Bogenschützen machen. Ich habe ja gerade Rohstoffe. Warge. Warge, also pff. Hör mir auf. Oh, Mensch. Man sollte meinen. Katapulte. Einfach, nee. Was war das jetzt? Interessant. Okay. So, wo geht es lang? Ich werde das jetzt einfach mal einzeln mal kurz machen, damit ich ein wenig abschätzen kann. Beziehungsweise den Drachenfürsten muss ich ja auch noch finden. Da haben wir eine Festung oder ein Gefängnis. Ich sehe auf jeden Fall keine Drachen da drin. Aber da sind welche. Aber da muss ich anscheinend erst an dieser kleinen Festung vorbei. Was nicht allzu schwierig sein dürfte. Vor allem, wenn ich hier meine drei Katapulte dabei habe. Was haben wir hier oben? Da ist ein Tor. Sonst ist hier nichts mehr. Würde ich gerne hier weitermachen. Ja, hier sind auch noch Drachen. Eingesperrt. Ui, da kommen jetzt aber Einheiten raus. So. Ach. Die sind ja alle Level 5. Was geht denn bei denen ab, hey? Das kann's ja wohl nicht sein. Ja, überall Festungen und da überall Katapulte, ey. Ich glaub's ja wohl. Wo sind meine Trolle? Da. Oh, nee, diesmal nicht. So, und wenn wir jetzt eh schon mit den Dunländern hier zu tun haben, können wir auch gleich mal richtig Trouble machen. Bam! Oh ja, meine Trolle, die haben Spaß.
Da habe ich auch noch ein Ding gesehen. So, Saurons Mund, begib dich mal wieder daher. Dann wollen wir jetzt mal anfangen, die erste Festung auseinanderzunehmen. Hehe. Ich habe so das Gefühl, hier sind auch überall nur 5 Einheiten, aber naja, was will ich da groß machen? Ich habe meine Helden, ich habe meine Trolle. Bis jetzt klappt's noch ganz gut. Das Tor hat ja so ziemlich gar nichts ausgehalten. So, meine Dunländer werden bald verschwinden. Ich frage mich, ob meine Trolle... Nein, das werden die nicht überleben, wenn da das Katapult ist. Das sollte ich nicht probieren. Das sollte ich nicht probieren. Schauen wir mal, ob ich vielleicht noch ein paar Katapulte locker machen kann. Ja, das kann ich sogar. Dann werden wir hier mit Katapulten arbeiten. Moment mal, sind da gar keine Einheiten? Kann das sein, dass da gar keine Einheiten mehr stehen? Das muss ich jetzt ausprobieren. Hey, da stehen gar keine Einheiten mehr. Die sind alle weg. Da stehen nur noch... Das gibt's ja wohl nicht. Da steht einfach nichts mehr. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal meine Helden dazu animieren, hier mal kurz den Schacht zu zerstören und die Ding natürlich auch. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da schlicht und ergreifend keiner mehr rumsteht. Das hat mich jetzt echt überrascht. So, wo ist mein Katapult? Da. Oh, Nazgul gefallen. Ach so, ja. Von mir aus. Holen wir uns direkt einen neuen und ich habe zu viel Kommandospunkte. Das ist schlecht. Das ist jetzt denkbar schlecht. Naja, egal. Das haben wir gut gelöst. Und da komme ich nicht weiter. Und da war die Festung. Na gut, dann nehmen wir Sack und Pack und werden erstmal dort rüber uns begeben. Sodass wir hier noch schön aufräumen können. In der 4. Basis. Da natürlich auch die Drachen befreien und uns hoffentlich die Hilfe der Drachen für den Krieg zusichern. Ich weiß noch gar nicht, vielleicht kann ich irgendwie... das würde zwar funktionieren, wird aber wahrscheinlich nichts bringen. Mensch, das gibt's doch wohl nicht. Wo sind meine Katapulte? Die haben jetzt ein bisschen was zu tun. So.
Hätte mich jetzt gewundert, wenn sie die hätten angreifen können. Was macht mein Katapult? Ich hätte gern, dass es den Gang zerstört. Komm schon, ich will da den Wächter rufen. Ah! Ja! Haha, es hat funktioniert. Ah, schon gedacht. So, wo sind meine anderen Katapulte? Ihr werdet die Festung vernichten, während mein Wächter hier sich darum kümmert. Als nächstes die Bogenschützen, ihr kümmert euch um die verbleibenden Katapulte. Und meine Helden, ihr werdet hier die Schmieden zerstören, damit keine weiteren Katapulte mehr in das Schlachtgeschehen eingreifen können. Ganz klar. So, als nächstes das zerstören. Das hat gut funktioniert. Da haben wir noch einen Minenschacht. Der muss natürlich auch weg. So, der kümmert sich noch zusätzlich hier da drüben. Sehr schön. Ach, noch ein Nazgul gefallen. Passiert. Beleben wir alle wieder, ganz klar. So. So. Haben wir das geschafft? Das haben wir recht gut geschafft. So, der Gang sollte eigentlich auch gleich das Zeitliche segnen. Da soll jetzt natürlich irgendwas rauskommen, aber ich habe keine Lust, dass da was rauskommt. Deshalb muss das jetzt... Ah, oh, verflixt und zugenäht. Das sieht doch gut aus. Gut, mein Saurons Mund kriegt ein bisschen was aufs Maul, aber... So. Hahaha. Das hat doch gut funktioniert. Da, ein Schuss noch. Meine Bogenschützen müssen es aushalten. Wen interessiert's? Mich nicht. Und jetzt noch kurz auf das Tor und dann sind auch diese Drachen befreit. Na, komm. Wunderbar. Alle Drachen sind frei und der Drachenfürst. Und da ist der Drachenfürst. Und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Den Weg würde ich natürlich ganz gerne mit meinen Helden freimachen. Falls da noch irgendwas auf mich wartet, das weiß man ja nicht. Während meine Katapulte machen, was auch immer sie tun. So. Ich gehe mal davon aus, dass es hier lang geht. Und die ganzen Drachen kommen natürlich auch mit. Und wie ich es halt gewusst habe, dass da noch welche sind. Das sind aber relativ wenige. Und ich hoffe, jetzt kann ich das mal richtig schön zeigen mit dem Sperrfeuer hier. Beziehungsweise mit dem Pfeilhagel. Sperrfeuer ist ja auch eine... Ja, hier, wunderbar. Bam, einfach alle kaputt, Alter. So gefällt mir das. Haha, sehr schön. Gut, meine Drachen sind auf dem Weg. Sind sie nicht? Nein, sind sie nicht. Ich habe sie nicht mal geschickt.
So, gut. Jetzt gucken wir noch den Weg entlang. Sollte aber eigentlich nichts mehr passieren. Doch, da warten noch Menschen aus Tal. Was? Was wollt ihr, scheiß Menschen aus Tal? Was soll das? Ihr könnt meine Drachen nicht aufhalten. Sie sind zwar noch nicht erwachsen, aber ihr könnt sie nicht aufhalten. Ach Mensch, ihr habt keine Chance. Jetzt hier noch eine schöne Barrikade aufgebaut, die noch zusätzlich feuert. Ihr könnt nichts ausrichten. Gar nichts. So. Das scheint so ziemlich gewesen zu sein. Es sei denn, da wartet noch ein Bataillon. Das gibt's doch nicht. Also, eins muss man denen lassen. Die sind ziemlich stur. Meine Fresse. Und da ist der Drachenfürst. So. Und damit beginnen die Verhandlungen. Und das war's für diese Mission. Ich nehme mal an, die Verhandlungen sind zu meinen Gunsten verlaufen. Na also. Wunderbar. Damit endet diese Mission. Schauen wir uns noch kurz die Stats an. Ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. Endlich war ich mal ein bisschen schneller. Und die nächste Mission wird sein, dass wir uns den Erebor zu eigen machen. Und das im nächsten Part. Bis dahin, ciao.